So, ich mache mich heute auf den Weg zu einem Sneaker-Meetup. Das wird der erste Vlog auf diesem Kanal sein. Aus dem Grund, weil viele von euch noch nie an einem Meetup gewesen sind. Das Meetup bedeutet, sich mit jemandem zu treffen wegen einem Sneaker. Entweder zum Sneaker kaufen, verkaufen oder täuschen. Und ich habe gedacht, ich fange das mal ein bisschen an vloggen, einfach damit ihr mal seht, wie das läuft. Was wir heute bei diesem Meetup werden machen, ist, erstens treffe ich mich mit dem Nico Janella. Er ist ein Customizer, ich bringe ihm einen Schuh vorbei, wo er für mich Customizer. Welcher das ist, sage ich euch noch nicht. Das werdet ihr sehen, wenn es soweit ist, wenn der gemacht ist, in ein paar Wochen. Und der zweite, den ich treffe, hat für mich einen Schuh verkauft. Und dann kann ich eigentlich noch das Geld abholen. Er wird den Schuh customizen, den ich ihm jetzt gebracht habe, den ich euch daheim erzählt habe. In ein paar Wochen werden wir sehen, was daraus wird. Ich hoffe, er macht das gut. Das ist gut. Gut. Jetzt geht es weiter auf Spreitenbach zu Marcel. Ein Kollege, den ihr auch schon gesehen habt, in der ersten Lavitin-Umfrage. Ich muss bei ihm Geld holen, weil er für mich einen Schuh verkauft. Hey, es ist so komisch, in der Öffentlichkeit mit einer Cam zu reden. Also es ist schon daheim easy komisch und zum Glück bin ich jetzt so ganz allein im Zug. Aber also ich muss mir das echt noch angewöhnen, wenn ich noch mehr Vlogs für euch mache. Aber schreibt die Comments rein, wenn es euch gefällt. Oder liket. Da vorne kommt er zu laufen. Das ist das Schlimmste an einem Meetup, wenn er so lange wartet in der Kälte. Damn! Daniel! Hey, ja. Ciao, Mann, alles klar? Ja, Mann, mit dir? Ja, voll ist. Oh, ruhig kalt, aber. Ja, so ist es. Das ist der Marcel. Ihr habt ihn schon mal gesehen, wo wir die Umfrage gemacht haben in Zürich. Wir fragen uns Yeezy oder Jordan? Wie gesagt, er hat für mich einen Schuh verkauft. He's the plug, man. Ja. Macht nie Meetups auf so einem verlassenen Parkplatz wie da. Es könnte gut möglich sein, dass er abgestochen wird oder so. Wieder daheim angekommen. Ich hoffe, das heutige Format hat euch gefallen. Es war etwas anderes. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn ich euch öfters mal mitnehme, wenn ich also etwas gehe, an ein Meetup oder was auch immer, wenn irgendetwas mit Sneakers zu hat, ob ich euch wieder mit der Cam mitnehmen soll. Gebt mir Bescheid. Danke vielmals, dass du auf das Video geklickt hast und wenn es dir gefallen hat, lass doch ein Like da. Oder abonniere den Kanal, wenn du ganz neu auf diesem Kanal gelandet bist. Ich weiss, die letzten Wochen oder die letzten Tage sind nicht so viele Videos gekommen. Eigentlich gar keine, weil ich in einem Jobwechsel war. Ich habe euch das schon angekündigt in einem anderen Video und sehr beschäftigt war. Aber habe durch das auch viel Kontakt knüpfen und ich kann euch versprechen, aufs neue Jahr werden ein paar geile Sachen kommen. Könnt ihr euch darauf freuen.
Wir werden viel umsetzen im neuen Jahr. Bis zum nächsten Mal.